Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. Wir sind jetzt an dem Ort angekommen, dass sich die Hand Fat Feet Stands. Wow. Klingt ein bisschen wie ein Zungenbrecher. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Was war das? Was zum. War gerade ein Titanic oder so etwas? Tatsächlich, da ist. Boah, das ist noch ein gigantisches Schiff. Cool. Okay, gehen wir mal rein. So, wir sind angekommen. Die Hand kam früher alle paar Wochen raus, aber in letzter Zeit sind mehr Vollzeitmitarbeiter dazugekommen. Und sie haben auf einen täglichen Feed umgestellt. Mein Freund, der hart daran arbeitet, die Welt zu retten, mit einer Geschichte nach der anderen. Ich weiß, dass Reza und Sully deswegen sehr besorgt waren, aber bislang hatten sie Erfolg. Sie können sich immer noch den längeren und tiefgründigeren Artikeln widmen. Okay. Reza hat in Sully einen tollen Freund und einen genialen Redakteur. Und ich hätte ohne seine Schulter zum Ausholen keinen Monat durchgestanden. Sully ist der Beste. Können wir mit ihm reden? Riecht gut. Du hättest mir jetzt nicht extra was zu essen vorbeibringen müssen, Zoe. Gut, denn das habe ich gar nicht. Das ist für Reza. Und trotzdem kommst du zuerst zu mir. Das sagt mir etwas. Dein Gravitationsfeld ist so groß, dem kann man nicht entkommen. Ich schau vorbei, wenn ich das meinem Schatz gebracht habe, ja? Ich wäre beleidigt, wenn du es nicht tätest. Er hat auch die Stimme von dem Synchro, von dem einen Typen, der uns aus dem Turm da gerettet hat. Na komm. Hey, du! Wie geht's? Na, stürzt du Regierungen und deckst Konzernverschwörungen auf? Ach, tagtäglich. Wie war, du weißt schon was? Die Therapiesitzung? Hat gesessen, schätze ich. Schätzt du? Ich wünschte, wir würden uns das mit der Psychotherapie für später aufsparen. Aber ich weiß, dass er es gut meint. Aber ich bin nicht in der Stimmung für noch mehr Psychotherapie. Ach komm, wir reden darüber. Er ist unser Freund. Ich wünschte, wir würden uns das mit... Dr. Roman ist wirklich gut. Es ist nur... Ich weiß nicht, ob es was hilft. Ich erinnere mich an nichts. Aber es wird leichter. Leichter? Klar. Und früher oder später werde ich mich erinnern. An manches. Alles. Also, du arbeitest. Woran gerade? An mehreren Dingen. Vor allem diese brutalen Einsätze. Es kursiert jede Menge Zeug darüber, das Syndikat würde Teile der Metro schließen, Identitätskontrollen ausweiten, bei Newsfeeds Razzien veranstalten. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Und das liebst du? Das würde ich nicht sagen, aber es ist aufregend. Wir können etwas bewirken. Oh, ich bete, dass sie es mit einer Razzia bei der Hand versuchen. Sully bereitet schon die Gerichtsklagen vor. Wir verklagen sie wegen emotionaler Traumatisierung, unrechtmäßigen Eindringens, Sachbeschädigung und Behinderung der Pressefreiheit auf 300 Millionen Yuan. Er freut sich drauf. Das tue ich wirklich. Sollen sie nur kommen. Bist du auf dem Weg zum Laden? Willst du mich schon loswerden? Ich bring dir das Mittagessen. Käsesuppe, wie üblich. Ich verzeihe dir. Du kannst bleiben, aber wir können nicht reden. Ich muss die Story fertig kriegen. Über die brutalen Einsätze? Nein, den neuen Softdrink Bingo Dreamer. Anscheinend haben sie bei der IBL-Freigabe im Schnellverfahren ein paar Stufen übersprungen. Manche Kunden meinten, den Bingo-Dingo zu sehen, nachdem sie eine Dose getrunken hatten. Wir schaffen es vermutlich, dass das Zeug aus den Automaten verschwindet. Das ist mein Freund. Er reißt heldenhaft Brause aus den Regalen. Ich bin ein moderner Gilgamesch und rette die Welt vor halluzinogenem Zuckerwasser. Danke fürs Essen. Das war lieb von dir. Ich schätze, ich mach dann das Abendessen. Du schätzt richtig, Siomal. Ach, ich werde spät nach Hause kommen. Ich mache Wahlkampf. Irgendwelche besonderen Wünsche? Nichts Schweres. Sind die Membranen repariert worden? Ich habe im Gebäudenetz angefragt, aber keine Antwort. Sei bereit für das Schlimmste. Ich kann nicht glauben, dass wir in einer Wohnung ohne Klimaanlage leben.
Sobald ich mehr verdiene, ziehen wir aus. Ich will Propas nicht verlassen. Nein, die Gegend gefällt mir. Aber ein modernes Gebäude wäre schön. Nichts mehr mit strahlend wohnen im Sonnenscheinplaza von Original Consumer Goods. Sei's drum. Hier, das Mittagessen. Ich muss weg. Viel Spaß im Laden. Grüßt du mir bitte die Spinnerin? Mira. Komm schon, sie ist keine... Naja, doch, ist sie. Mira ist eine Spinnerin. Daran führt kein Weg vorbei. So, dann gehen wir mal wieder. Ach ja, wir wollten uns ja noch mit dem da unterhalten. Lalalala. Ziel aktualisiert. Wenn das nicht mein verrücktes Lieblingsfeentraumgirl ist. Sully ist echt süß. Ich weiß, dass er mich mag. Und er hat immer so eine fluffig-freundliche Art. Ich liebe ihn. Fluffig? Sully stellt mich gerne auf die Probe. Er weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Aber ich gebe ihm ordentlich raus. Sully ist echt süß. Ich weiß, dass er mich mag. Und er hat immer so eine fluffig-freundliche Art. Ich liebe ihn. Okay, machen wir scherzhaft. Ja, klar, du mich auch. Siehst übrigens furchtbar aus. Was war denn? Eine Hochzeit. Endlich. Wer ist die Glückliche? Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Mach Schluss mit dem Versager, den du Freund nennst. Und lass uns den nächsten Zug nach Kopenhagen nehmen. Ich versuche ihn mit meiner Kochkunst langsam zu vergiften. Kann noch ein paar Monate dauern. Wie war die Hochzeit? Furchtbar. Mir geht's beschissen. Eine polnische Hochzeit. Mit unbegrenztem Nachschub an polnischem Wodka. Das klingt wirklich furchtbar. Ich vermute, du warst noch nie auf einer polnischen Hochzeit. Es war fantastisch. Eine Katastrophe. Es hatte alles Gute und Schlechte auf einmal. Und kaum hatten Braut und Bräutigam aufgehört, einander anzuschreien, wurde es unglaublich romantisch. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich geheult habe. Wie war Triest? Echt gut. Ich meine, es ist Triest, nicht die Goldküste. Aber es war schön, mal aus der Stadt rauszukommen. Wusstest du, dass es da oben tatsächlich eine Sonne gibt? Urbane Legende. Die Sonne ist eine Lüge, daran glaube ich keine Sekunde. Außerdem würde meine Haut vermutlich zu Asche zerfallen, wenn sie UV-Strahlung ausgesetzt wäre. Man merkt, du kommst aus Propas, Sully. Konstantinopel. Aber dicht dran. Eine Insulanerin hat von der Geografie Europas natürlich keine Ahnung. In Indien geboren, mein halbes Leben in Afrika verbracht. Wer behält da noch den Überblick? Ich sag nur, wer wie eine Insulanerin redet und hinter Insulanermauern wohnt, muss mit Vorbehalten gegen Insulaner klarkommen. Alle reden heute von den brutalen Einsätzen. Wenn jemand weiß, was da los ist, dann Sully. Es ist ihm wichtig, immer topaktuell informiert zu sein. Ich würde liebend gern noch mit Sully quatschen, aber dann geht das ewig so weiter und ich sollte mal los, zur Arbeit. Insulanerin oder nicht, du würdest trotzdem mit mir durchbrennen, wenn die Zeit reif ist. Nach Kopenhagen, stimmt's? Nein, nur um uns den Trauschein zu holen. Dann gehen wir nach Overbücke in meine Datscha und leben wie Wilde am Strand. Klingt gut. Ich komme darauf zurück, wenn ich mich um, du weißt schon, wen gekümmert habe. Das habe ich gehört. Welchen Teil? Alle Teile. Na und? Du mampfst mein Essen trotzdem, selbst wenn es vergiftet ist. Essen ist Essen. Ich habe euch zwei lang genug abgelenkt. Wann kommst du mal zum Abendessen vorbei, Sully? Wann kocht denn dein Kerl mal wieder? Fies, aber verdient. Besuch uns bald. Vielleicht finden wir sogar ein Dinner-Date für dich. An dich kommt keine Frau heran. Aber ich will nicht wählerisch sein. Mach's gut, Zoe. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Du alter schmieriger Fatzke. Gut, dann Ziel aktualisiert. Gehe zur Arbeit ins Inferno im Backsteinviertel. Okay. Ins Backsteinviertel. Konsequent, wegen einer von dir getroffenen Entscheidung arbeitet Zoe in Miras Inferno. Oh. Das heißt, wir müssen jetzt dorthin, oder was? Wisst ihr, sie bekommt der Kollaps, 8. August 2209, der Tag, an dem alles zum Teufel ging. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Es war ein beängstigender Tag. Moment. Ich nehme erstmal noch Fragen. Krähen,
beißt hier, damit du dich in Propas zurechtfindest. Hier Crane-Boy, der ballernde Crane-Cowboy, der aus allen 6 Läufen feuert. Heroes Laden liegt im Backsteinviertel, im früheren Propast Autoservice. Ich bin nicht sicher, wie der offizielle Name lautet, aber ich bin sicher, dass Inferno nicht auf dieser Karte auftaucht. Weißt du, wo sich der Propast Autoservice befindet? Ein Moment, Püppchen. Natürlich weiß ich das. Nur wurde die Werkstatt schon vor Jahren geschlossen. Aber ich kann dir den Weg zeigen zu... Dorthin möchte ich. Kein Problem, Partner. Das Gebäude steht noch, direkt im Backsteinviertel. Dem Stadtnetz zufolge ist es verlassen. Also gib Acht auf Hausbesitzer und andere unerwünschte Personen. War mir eine Freude, dir an diesem wunderschönen Tag einen Dienst zu erweisen, Baby. Baby. Also der Vogel ist seltsam. Gut, dann gehen wir mal dorthin. Lalalala. Diese Werbebots sind überall. Manchmal glaube ich, sie haben es speziell auf mich abgesehen und wollen mir auf die Nerven gehen. Bingo. Diese neue Brause Bingo Dreamer wird echt forciert beworben. Alles, was mit Dream Machines zu tun hat, verkauft sich derzeit super. Ah, und ich hasse Dream Machines. Nicht wahr? Interessant finde ich auch, dass diese Moslems hier so frei herumlaufen. Er ist warm und kribbelig. Kribbelig? Komisch. Dream Machines. Kann man die läuten? Ich habe mich schon immer gefragt, wozu diese Glocke dient. Es ist eine schöne Glocke. Es ist... Nein! Ich glaube, sie verzieh dich! Oder ich aktiviere mein Abwehrsystem und jage dir 80.000 Volt durch deine Metallbirne, du Matachona Ramsada! Einen Traum hab's im Park noch, Madam. Was war das denn für eine komische Drohne? Ich hab doch gesagt, verpiss dich, du Metall! Ich bin's doch, ich! Ich? Wer ist denn ich? Ich kenne eine Menge Ichs. Zoe, Zoe! Alter, du hast Glück, dass ich mein Abwehrsystem nicht eingeschaltet habe. Sonst wärst du jetzt schön knusprig geröstet. Komm rein. Dankeschön. Für die schönen, lieben Worte. Gott verfluche diese beschissene, scheißige Scheiße! Scheiße! Steh da nicht bloß rum, du Witzfigur, du Verdammte! Oh, du kotzt mich gerade dermaßen an, du dämlicher Einfallspinsel! Ja, ja, tu ruhig weiter so, als könntest du mich nicht hören. Das ist überhaupt nicht nervig. Ich will dich dann ja auch gar nicht mit einem Stück Draht erdrosseln. Ich habe nicht 57.000 Yuan für Metallschrott ausgegeben. Wir sorgen dafür, dass die Dinger glänzen und schweben und nicht explodieren oder kleine Kinder angreifen. Das mit den Kindern wäre mir ja egal, aber manche Leute hängen an den dreckigen, scheißenden, kreischenden Biestern. Und wir können es uns nicht leisten, die Kunden zu verärgern. Ist das ein ungünstiger Zeitpunkt? Das ist ein beschissener Zeitpunkt, Kotria. Aber ich bezahle dich ja nicht für das Privileg, meiner scheißigen Scheiße zu entgehen. Du kommst da bis zum Kinn mit uns rein. Ich bin bereit. Halt mal, du bezahlst mich? Seit wann bezahlst du mich? Wie ich dir letzte Woche schon gesagt habe. Wenn die verdammten Banken Geld nicht rechtzeitig überweisen können, mach sie für ihre Inkompetenz verantwortlich, nicht die Botin. Sollte ich mir das aufschreiben? Gibst du deinem Freund mit diesem Mund Küsse? Jeden Tag. Also, was mache ich? Ich kann weiter die Bestellung aufnehmen, die... Und Benchot, wen kümmern neue Bestellungen, wenn wir nicht mal bei denen, die wir haben, mit der Lieferung nachkommen? Mann, bei diesem Tempo sind wir am Freitag pleite. Unsere Gläubiger lassen das hier alles niederreißen und uns öffentlich hinrichten. So, heute verdienst du dir dein Brot und deinen Slivovitz, indem du etwas tust, was wirklich nützlich ist. Wir verpassen einer meiner generalüberholten Bots eine Gehirnwäsche. Neuronale Programmierung, Süße. Ich darf tun, wofür ich eigentlich eingestellt wurde? Juhu! Ich hab dich nicht eingestellt, damit du mir pampig kommst, Bancroft. Das kriege ich schon von Wit genug um die Ohren. Der Vollidiot weiß genau, wie er mich in Rage bringt. Ja, halt einfach weiter die andere Wange hin, Haramsa da, du Matachot.
Oh, ich wette, du täuschst deinen Autismus vor, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ey, du bist so ein scheiß Hundebaby, Whit. So ein elender Gandu. Kein Wunder, dass deine Amma dich direkt im Müllcontainer geworfen hat. Also, wir müssen diesen generalüberholten Bot verkaufsbereit machen. Und der Chodu ist ein größerer Idiot als Whit da drüben. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich habe das Ding grundformatiert und den Speicher gelöscht. Aber beeindrucken kann man damit noch niemanden. Und an der Stelle kommst du ins Spiel, Süße. Geh mit Scheißbot Gassi, lass ein paar Testszenarios laufen und schau, wozu das Ding gut ist. Und was ist mit der neuronalen Programmierung? Die Programmierung übernehme ich, Süße. Du kümmerst dich bloß ums Testen dieser Blechbüchse. Heute bist du nur Testerin. Okay, aber erstmal will ich mich ein bisschen hier umschauen. Pläne von Bots und etwas, das wie Neuralschnittstellen aussieht. Magische Musikmaschine? Das ist ein uraltes Artefakt, in dem sich schwarze Vinylscheiben mit Analogmusik drehen. Im Grunde genommen Magie. Was? Code. Komplexer Code. Für neuronale Netze und Schnittstellen zwischen Gehirn und Maschine. Es hat seinen Grund, dass Wits, Bots und, okay, auch Miras die Besten der Branche sind. Was ist der hier für ein Ding? Whit. Er ist das genaue Gegenteil von Mira. Still, ruhig, konzentriert. Er sagt nie auch nur ein Wort. Aber das ist Teil seines Charmes. Ja, und er hat... Und mit den Augen sieht er aus wie aus dem Anime Ghost in the Shell. Nun, wollte ich nur gerade mal eben gesagt haben. Wenn ich mich hinsetze, komme ich nicht mehr hoch. Und das nicht, weil es so bequem ist, sondern weil es unheimlich klebrig ist. Oh. Bots, die auf eine Grundformatierung, neue Schnittstellen, neue Persönlichkeit und einen Anstrich warten. In manchen Fällen auch nur auf den Schrotthaufen. Mira bezeichnet ihn als den Hauptschalter. Ich weiß nicht, was er schaltet, aber er ist wichtig genug, um seinen eigenen Kasten zu haben. Okay. Können wir noch mit ihr ein bisschen reden? Oh, ich versuche mal mit Whit zu reden. Hey Whit, ich weiß nicht, wie du es aushältst, ohne ihr in ihr blödes Gesicht zu schlagen, aber ihr Leutchen macht euer Ding und ich verstehe es nicht, aber offensichtlich liegt ihr an dir. Vielleicht ist das ihre Art, es zu zeigen, indem sie ein richtiges Arschloch ist. Wie dem auch sei, wir sehen uns später, okay? Es ist eine Art Schallmodulator. Mira wedelt mit diesem Werkzeug herum, wenn sie nicht zuhören will. Und dann tut sie so, als würde sie arbeiten. Das ist ein Schallschraubenzieher? Das ist aber cool. Ich habe keine Ahnung, wie man einen akustischen Schraubendreher benutzt. Ich vermute, das sind nicht alles streng legale Kopien. Ich sehe da jede Menge firmeninterne Informationen. Hör zu, es tut mir leid, dass ich heute beschissene Laune habe. Mir gefällt das Gefühl nicht, dass ich vielleicht unseren Gesang... Sind Sie halt noch Ihr Mensch? Aber nee, meine schlechte Laune, wir werden nur heute nicht zusammenarbeiten. Wieso du mit dem Scheißbot da draußen bist und deinen sicher, Job erledigst. Ich bin nicht sicher, ob mir das angenehm ist. Ich bin nicht sicher, ob das eine Rolle spielt. Sind Sie hygienisch? Sie sehen ein bisschen unhygienisch aus. Ernsthaft? Beim Warten stapeln sich meine Leerlaufprozesse. Sie fühlen sich an wie Hummeln. Ich habe Hummeln in meinem metallischen Hintern. Was? Meine Schaltkreise überhitzen noch, wenn ich hier viel länger schwebe. Ja? Stell mich nicht auf die Probe, Bayron. Gott, was ist das für ein komischer Avatar? Ah, er kommt mit mir, okay. Muss ich jetzt ausgehen oder? Ich weiß es ja nicht. Oh Gott, der läuft mir jetzt hinterher. Kann ich auf die andere Seite rausgehen? Irgendwie, ich verspüre ein überwältigendes Verlangen, den Hauptschalter zu betätigen und möglicherweise zu erleben, wie die Realität implodiert. Irgendwann mal, Zoe. Irgendwann mal. Dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen, wenn wir mit dem Roboter Gasse gehen. Ciao.